Willkommen! My name is Sean Huggins. I'm an American living in Germany, and on this channel, I'm looking to learn all about life in Germany and Europe in general through watching silly videos and stuff on the internet with you guys. So, if you enjoy, consider subscribing. We got new videos every single day. And let's just get straight into it. So, this is a continuation, part two, of reacting to the 9 Euro ticket. So, if you haven't seen the first part, I'll link it down below. Go check out the first part. This is the second part. Any of the other parts of this video can be found in the description as well. Okay, we're all on the same page. All right, let's get into it. So let's see what we have next on this magical journey that we are calling the 9 Euro ticket. Wasser in der Hand, warum bin ich in diesem fremden Haus? Warum schmeckt mein Wasser gerade nicht nach Pfirsich? Bitte helfen Sie mir. Mit Air Up kannst du dein langweiliges Wasser upgraden. Raid Shadow mit Air Up. Aber wir... Dude, what is this Air Up thing? I haven't even heard of this. Berichten live aus Japan und Air Up hat bereits eine ganze Stadt zerstört. Oh, dude, these water bottles? Oh, dude, these frickin' water bottles. I do know what these frickin' water bottles are. Okay, let's continue. Während die langweiligen Softdrinks immer noch nur in der Wüste liegen. Hallo, spreche ich da mit der Cola? Du Hurensohn. Hey, bleiben Sie stehen. Sie schmecken bestimmt sehr langweilig. Können Sie bitte das hier anziehen? Wow, jetzt schmeckst du nach Apfel. Dankeschön, Air Up. Was sagen die Bewertungen? Ich habe durch Air Up so viel getrunken. Ich kann jetzt Wasser bändigen. Wow. Dude, run it back. Air Up. Was sagen die Bewertungen? Ich habe durch... Dude, he said he drank so much Air Up that he basically became a waterbender. Dude, and he only gave it 4 stars. Look, he only gave it 4 out of 5 stars. He became the waterbender and he only gave it 4 out of 5 stars. Durch Air Up so viel getrunken. Ich kann jetzt Wasser bändigen. Wow, Thomas ist so cool. Erfüllt euch eure Träume mit der speziellen Air Up Flasche. Gebt mir mehr Geld, 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 die mir auf den Link in der Videobeschreibung durch. Dann habt ihr außerdem einen riesigen Explosion. Explosion. Verleiht eurem Geschmack jetzt Wasser. Ich habe eure IP-Adresse. Werbung Ende. Oh my god, what the heck is this video? What did I get myself into? What is this video, dude? Bereits am ersten Tag des 9-Euro-Tickets wurden 1 Million Tickets erworben. Die Server der Deutschen Bahn sind nonstop abgestürzt und schon um 8 Uhr morgens sitzt die erste Person auf einem Bierkasten. Dude, these servers blow up from how many 9-Euro-Tickets they sell. Am Bahnhof vor Sylt und besäuft sich. Doch was passiert eigentlich, wenn man Bahnfahren für ganz Deutschland einfacher zugänglicher macht? Richtig, die Leute fahren mehr Bahn. Und die Deutsche Bahn war anscheinend ziemlich überrascht darüber, denn bereits am Vortag vom 9-Euro-Ticket verkündigten sie, dass die Bahn nicht auf die bevorstehenden Menschenmengen vorbereitet wäre, oh und sie keiner... God, there's so many people. Kapazitäten mehr übrig hätten. Die Bahn selber spricht von einer stabilen Lage deutschlandweit. Genervt, frustriert, verspätet und immer... Oh my god, it's like a mass exodus of all of Deutschland. Jeez. I was here in Germany during the 9-Euro ticket, but I didn't actually get one or use one, so I never had to deal with this. But dude, this is crazy how many people were using this, man. Mal noch nicht anziehen. Dude, look at these crowds. They're like, don't do this. This is a terrible idea. Überfüllte Bahnhöfe, überfüllte Züge, abgewiesene Passagiere. Stabilen Lage. Die Bahnhöfe waren auf einmal voller Leute mit 9-Euro-Ticket in der Tasche, die plötzlich irgendwo mit dem Zug hinreisen wollten. Dabei waren genervte Pendler und Arbeitende, die eh mit dem Zug fahren mussten. Rentnergruppen, die mit orangenen Warnwesten und ihrem super neuen X3S Tracking Bike mit 5 Flaschenhaltern und Rückspiegel plötzlich eine Fahrradtour quer durch Deutschland machen. Dude. Bike riders in Germany, dude. Wollten. The hardcore bike riders. Personen, die mit ihren kiloschweren 5 Koffern, bewaffnet mit Chibo Survival-Ausrüstung und 13-mal Zug umsteigen, in den Urlaub fahren wollten. Nicht ohne meine Steinsammlung! Die klassischen Ballermann-Touristen, die einfach nur zum Saufen dabei waren. Wie lange seid ihr denn schon? Der Typ, der nach 3 Sekunden sein MacBook Pro inklusive WLAN-Router und Spielkonsole auspackt. Look at this fucking boy. What? No, wait, 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 wait. Hold on, hold on, hold on. Is this real? No way this is real, right?
What? Is that real? No way, right? Fucking bullshit. Der Passagier, der bereits eingeschlafen ist, bevor die Bahn überhaupt losgefahren ist. Und natürlich die Leute, die einfach nur mit dem Zug fuhren, weil man jetzt billiger mit dem Zug fahren konnte. Es kommt. So apparently people were just living on the trains with these 9-euro tickets, like basically just going everywhere. Just sleeping there and taking like tents with them so they could just live on the road like a freaking hobo. Zu teils chaotischen Szenen. Viele Deutsche nutzen das lange Pfingstwochenende für einen Kurzurlaub. Die Züge kamen teilweise so voll an, dass kein einziger Mensch mehr einsteigen konnte und die Bahngleise füllten sich mit Menschenmassen. Ich hab keinen Bock mehr, ich schmeiß alle raus und dann sollen sie mich alle am Arsch lecken. Züge waren teilweise sogar zu voll, um überhaupt weiterzufahren und Menschen fingen an, an den Bahnhöfen ihre Zelte aufzuschlagen, sich irgendwie die Zeit zu vertreiben oder sich um Sitzplätze zu prügeln. So lange, bis die Polizei kommen musste, um die Leute entweder gewaltsam aus den Zügen zu entfernen. The fights on the train had to have been wild. Oder den Mitfahrern deutsche Bahngutscheine anboten, wenn sie dafür aus dem Zug steigen. Just begging people to get off the train. Um Platz zu schaffen. Wenn nicht genug Leute freiwillig aussteigen, dann entscheidet die Polizei aussteigen. Eltern mussten ihre Kinder in einigen Fällen oben auf die Gepäckablage. Oh no, no, they put the kids up top. God, how did this get so ratchet? This is hilarious. Belegen Berichte von zahlreichen Leuten, die bei der Hitze einfach umgekippt sind und das Bewusstsein verloren. Schlagzeilen von Frauen und Kindern, die sich in den Regionalzügen in die Hose machten, weil die Toiletten überfüllt waren. Ich habe all mein Geld verloren. Und die Leute, die im ICE saßen und sich alles von außen anschauen konnten, hatten währenddessen die Zeit ihres Lebens. Wieso nehmt ihr nicht einfach eine Tasse beruhigenden Jasmin-Tees zu euch? Bilder von zerstörten Zügen machten in Social Media die Runde. Doch keine Sorge. Oh my god, run it back. Oh my god, destroying the train. Destroying the train, what is that? That is crazy, look at that. Die Runde. Doch keine Sorge, das waren nur mal wieder Fußballfans. Und ironischerweise haben viele Leute wieder angefangen, das Auto zu benutzen, weil die Züge so extrem voll waren. Gut gemacht, wir haben den Klimawandel verwirrt. Und je mehr Tage vergingen, desto angenehmer wurden auch die Zugfahrten. Leute haben von A bis Z wirklich alles mit in ihren Urlaub genommen, um sich das Leben irgendwie leichter zu machen. Wirklich alles mit in ihren Urlaub genommen, um sich das... Dude, okay, that is real. That is someone playing Skyrim. What? ...das Leben irgendwie leichter zu machen. That is also real, and that is actually pretty freaking genius. That is a great idea. I'm not even mad at it. You raise me! Oh, scheiße! Es wurde mehrfach gegrillt im Zug, und das Bier durfte natürlich auch nicht fehlen. Sauschneide! Die verschiedensten... They had grills going on the train, dude. Tiere sind im Zug mitgefahren. Also wirklich alle Tiere, die irgendwie noch Platz fanden. Oh my god. Und falls du den Zug nehmen wolltest, er sich aber verspätete, kann das natürlich am 9-Euro-Ticket liegen. Oder an der Frau, die sich dazu entschloss, einen Spaziergang auf den Gleisen zu machen, weil ihr Zug nicht kam und dafür sorgte, dass zwei Züge eine Vollbremsung machen mussten. Insgesamt 58 Züge kamen dadurch zu spät. Der Typ, der mit seinen Freunden eine Pizza an den nächstliegenden Bahnhof bestellte und dadurch 15 Minuten lang die Tür blockierte, damit... They blocked the doors to order a pizza for 15 minutes? Dude, how did I not find out any of these stories until this video? Like, I was here in Germany during the 9-Euro ticket and I had no idea, it was so crazy. Bitte eine Pizza im Zug essen kann. Wann Dr. Oetker Pizza im Bordbistro, um solche Vorfälle zu vermeiden. Der Mann, der dachte, dass man mit dem 9-Euro-Ticket auch bei Güterzügen mitfahren kann und einfach so in einen Kohletransporter bis nach Magdeburg fuhr, nur um dann dort von der Polizei gefasst zu werden. Hey, TTIP ist TTIP. 12 Züge hatten dadurch eine Verspätung. Oder weil sich zwei Männer wegen eines Sitzplatzes geprügelt haben. Oder weil sich zwei Männer wegen eines verschütteten Kaffees geprügelt haben. Eine Flutwelle, die die Ausgänge und Elektronik am Bahnhof lahmlegte. Irgendjemand seinen komplett fremden Zug bei Würzburg abstellte, bei dem kein Unternehmen wusste, wem er gehört. Klar, jemand hat wohl aus Versehen seinen eigenen tonnenschweren Güterzug ab... Let's pause it right there. What is happening? ...gestellt. Passiert doch mal. Heißt also, die Deutsche Bahn ist schon wirklich sehr schlecht. Doch manchmal sind doch einfach andere Menschen schuld. Whoa.
Und dann gibt es natürlich noch die Geschehnisse um Sylt herum. Moin moin und herzlich willkommen auf dem Sylt Shuttle. Nun, was ich vorher nicht erwähnt habe, ist, dass die Idee Sylt zu stürmen auch eine sehr... We have to bring the meme back. We all have to go to Sylt. Sylt, I don't know if I'm saying that right, but we gotta go there. ...sehr große Popularität auf Reddit bekam. Und um zu verstehen, warum jede verrückte Geschichte erst... Reddit/Place? Oh, I forgot about that too. ...beginnt, sobald Reddit davon hört, brauchen wir erstmal einen kleinen Crashkurs für Reddit Deutschland. Oh no, Reddit Deutschland. Germans on Reddit every time they talk be like... Sauerkraut, Autobahn, Currywurst, Blitzkrieg, Brezel. And it's fucking hilarious. In jedem deutschen Subreddit herrscht die ungeschriebene Regel, dass alles auf Deutsch formuliert werden muss. Shitposting wird Scheiße frustrieren genannt. Memes heißen Maymays. Ah, fick, hier gehen wir erneut. Und falls du mal wieder das Gym am Hitten bist, und dann hast du eigentlich nur das Gymnasium geschlagen. Natürlich gibt es da... What? This guy has to be the leader of the German memes on Reddit, right? Like, this guy has every meme known to mankind in this video. ...in deutscher Manier auch eine ganze tabellarisierte Legende für. Und so gibt es für fast alles einen Subreddit. r/Mauerstraßenwetten, falls man versucht, auf schnellstmögliche Weise wieder sein Geld zu verlieren. Asymmetrisches Eierpattern bei GameStop, muss ich wohl weiterarbeiten gehen. Schade. r/IIL, um einfach nur Memes zu posten. Josef, wir müssen kochen. Okay, Brudi Mongo, falls man einen etwas höheren Anspruch bei Memes hat. Dresden. Bum, bum, bum. Oder jegliche Subreddits für die verschiedensten Städte in Deutschland, die eigentlich nur dafür da. Apparently German Reddit is ratchet AF as well. Do I need to get on German Reddit now? I think I need to do some German Reddit exploring. Da sind, um sich über die eigene Stadt. If you are a German Reddit user, let me know which Reddits I should check out. If there's any funny German Reddit meme pages or something. Let me know, maybe I can do some videos on it. Lustig zu machen. Hey Leute, was war in eurem Adventskalender drin? Und falls man aus Versehen mal doch auf Englisch schreibt, wird man sehr liebevoll mit einem Sprichdeutsch, du Hurensohn, darauf hingewiesen. Stirb, Alter! Und sobald Deutschland auf Reddit nur für 0,3 Millisekunden in einem internationalen Subreddit zu sehen ist, oder man sich auf Reddit mal wieder über die deutsche Sprache lustig macht, haha, ihr nennt das wirklich Mutter, oh mein Gott, ist die Kommentarsektion in Höchstgeschwindigkeit Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Und alle englischen Kommentare werden sofort runtergevotet oder bestückt mit einem Sprich Deutsch, du so. I guess it's a meme to trash anybody that doesn't speak Deutsch in the Deutsch Subreddits. So funny. Selbes wird auch gerne in den Kommentarbereichen auf YouTube gemacht, oder wenn man bei r/place als Streamer auf die glorreiche Idee kommt, sich mit den Deutschen anzulegen. What is this? Sprich Deutsch? Germany, I was not, listen, I did not want to... Sprich Deutsch, sprich Deutsch, sprich Deutsch. God, look at this. Dude, I know this streamer. He's a big American streamer. This is hilarious. I had no idea this even happened. Look at the chat, dude. Oh my God. Just completely blacked out with Sprich Deutsch. Sprich Deutsch, du Hurensohn. Oder hier eine etwas ältere Geschichte, die das Verhalten der deutschen Reddit-User sehr gut verdeutlicht. Am 5. August 2019 postete ein holländischer User ein deutsche verspottendes und auf holländisch geschriebenes Meme in Deutschlands größten Meme-Subreddit. Oh, they posted a non-deutsch Meme in the deutsch Subreddit. Ich, IEL. Sorry, ich verstehe kein Frikadellenbrötchen. Die Deutschen waren empört darüber und wehrten sich daraufhin in typischer Manier mit ein Dutzend deutschen Memes im holländischen Meme-Subreddit Ik, IHE. Jo, was zum Fick? Der Holländer namens Kilt Mufasa postete im Anschluss darauf dann ein Meme, das zeigte... They had a meme war, this is awesome. ...die durchschnittliche Penisgröße in den Niederlanden um... The average male penis size. Oh shit. 1,39 cm größer ist als die der Deutschen. Lol, hier sind meine 3 cm, also weniger schlimm als dort. Und der deutsche Redditor B. Dominik war nach diesem Meme sehr wütend, warum auch immer, und postete eine Kriegserklärung an die Holländer im deutschen Subreddit. Declared war on each other. That's amazing. I love this. Und kündigte die Operation Blitzkrieg an, bei der das ganze Blitzkrieg on the Reddit. Holländisches Subreddit mit Scheißepfosten geflutet werden sollte. Daraufhin gab es einen riesigen Hagel an Memes auf die gegnerische Community. Was in der Schnitzelfück ist hier?
it on the hunt. Bis der Holländer namens Chad van der Kok ein Meme hochlud, wo beide Subreddits gemeinsam auf das Oh no, they're coming after America. They're teaming up against America. Englische Subreddit namens Me in Real Life schossen. Und dieses Meme war ein Friedensangebot. Und darauf folgte dann die offizielle Friedenserklärung. What is this, dude? Zwischen den Niederlanden und Deutschland, um zusammen einen ganz neuen Gegner anzugreifen. Habt ihr Bedalo-Memes? Und so warteten beide Parteien, bis die Amerikaner ins Bett gingen, um über Nacht eine der größten Subreddits. Me IRL, 7 million members. Okay, let's see. 7.3 million members for Me IRL, the American Subreddit. Der Welt gemeinsam mit fremdsprachigen Memes zu befeuern. Es war wieder Zeit, Krieg zu führen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Seite an Seite mit einem Niederländer sterbe. Ich verstand, er ging bank, wann ult beult nie. Ich habe kein Wort verstanden. Und am nächsten Morgen wachten die Amis auf. Oh my god, this is amazing. Look at this. Das ganze Subreddit sprach plötzlich zwei komplett andere Sprachen. Die Leute sahen etwa das Äquivalent zur Minecraft Enchantment-Sprache. What the frick? Wache hatten plötzlich extreme Angst vor dem mysteriösen Buchstaben. 28 Tage bezahlter Urlaub. Das metrische System. Celsius. Everything seems... Celsius. Dude, these memes are incredible. ...to be in Dutch or German. What the fuck is happening? Deutsche und Niederländer, wie sie ihre eigenen Memes hochvoten. Das ist unsere Bundeskanzlerin. Captain Merkel. Oh my god, this is amazing. Das ist er heute. Fühlt ihr euch schon alt? Ich oh my god, run it back. Wie sie ihre eigenen Memes hochvoten. Das ist unsere Bundeskanzlerin. Das ist der... Oh my god, remember the kazoo kid? This is him now. Feel old yet. Put that person in jail. Der heute. Fühlt ihr euch schon alt? Ich, wie ich alles hochvote. Me upvoting everything while not understanding a single word. Obwohl ich kein einziges Wort verstehe. I'm doing my part. Nederland zu Pannenkuchen. Guten Morgen. Wir konnten den Subreddit für gefühlte zwei Wochen nicht mehr benutzen, weil alles Englischsprachige runtergevotet wurde. Oder auf jegliche Versuche ein Sprichdeutsch, du Hurensohn, folgte. Oh mein Gott, der wurde ermordet. Und das polnische... Dude, what? The frick is this video? All right. I gotta pause it here. Oh my god. I think I'm gonna have an aneurysm every time I watch this video. It's so rapid fire. It's insane. Okay, we're gonna pause it here for part number two. We're gonna finish up this video in part three and check out the rest of the Reddit war and whatever else is in store for this video. But for right now, I think my computer is about to catch on fire. I think my brain's about to catch on fire again. I need a little break. So we're gonna do a part three. So check the description for part three. While you're there, check out the links to my other socials, including my vlog channel, if you're interested. Leave a like and a comment down below if there's any German subreddits that I should check out on this channel. Maybe we can do some German memes or something. But at any rate, thank you guys so much for being here. And as always, I'll see you guys tomorrow. Peace.